Also der Presseclub ist ja immer für Überraschungen gut. Heute war so eine Überraschung. Das muss man sich mal vorstellen. Die Gründungsmannschaft des deutschen Privatfernsehens. Die Mannschaft der Telezeitung München hat sich nach 30 Jahren zum allerersten Mal wieder getroffen. Die Herrschaften waren in den letzten 30 Jahren sehr gut unterwegs. Ich glaube, wir haben insgesamt jetzt in aller Welt 27 Sender gegründet. Wir haben 3, 4 Chefredakteure, Senderchefs quasi aus dieser Ursuppe entwickeln lassen. Es sind sehr, sehr viele Fernsehproduzenten dabei, mittlerweile gut im Geschäft. Interessanterweise aber auch, dass eine ganze Reihe von Fernsehpionieren dieser Zeit mit dem Fernsehen jetzt nichts mehr zu tun haben wollen. Also eine liebe Kollegin sagt, ich und meine 4 Kinder, wir haben keinen Fernseher mehr. Wir identifizieren uns nicht mehr mit dem, was daraus geworden ist. Wir hatten so viele Hoffnungen und hatten auch Freiheiten und haben auch kreatives Potenzial nutzen können und müssen jetzt sehen, dass viele Programme verwaltet werden, dass statt Redaktionsleiter Juristen am Ruder sind, dass das Controlling übermächtig ist, dass Innovation vielleicht noch in der Praktikantenkinderstube stattfindet. Ist ja auch signifikant, dass der AFK-Praktikantenverein in München den Grimme-Preis im Bereich Comedy vor ARD und ZDF gewinnt und Pro7 und Sat1. Das ist ja kennzeichnend. Also heute war nach 30 Jahren auch ein Resümee über 30 Jahre Privatfernsehen in Deutschland von Leuten, die Männer und Frauen der ersten Sekunde waren. Und das war sehr interessant zuzuhören, die Positionen ohne Klagen, ohne dumpftraurige, ach wie schön war es damals, ganz klare Analyse des Fernsehen im Privatbereich und das Öffentlich-Rechtliche hat sich ja angenähert. Das Fernsehen ist gekennzeichnet von der Auslassung vieler Chancen. Und den Satz des Tages hat ein guter alter Kollege von uns, der Gründer der Bayerischen Akademie für Fernsehen, Thomas Zecher, gesagt, auch Technikchef von TV Weiß-Blau und von vielen anderen, der hat gesagt, das private Fernsehen beginnt jetzt erst. Und dann hält er sein Handy hoch und sagt, ich gebe an den Schulen Filmkurse. Und ihr glaubt gar nicht, was für kreatives Potenzial da rauskommt. Nur braucht es bald keine Fernsehsender mehr. Die machen ihr eigenes Fernsehen, ihr eigenes Programm mit Emotion, mit Engagement, mit Witz, mit Profession. Also schaut schlechter aus für die Sender, aber sehr gut für gute Fernsehprogramme. Also es ist in der Tat so, dass der Enthusiasmus der Motor ist, um sich kreativ zu äußern mit den Mitteln des Filmes. Früher hat man sich Geschichten erzählt, man hat gebastelt, man hat gespielt. Jetzt ist Fernsehhandwerkszeug zum Spielzeug geworden. Es ist handelbar auch für die Schulen und für die Jungen und für die Nicht-Profit-Filmer, die sehr professionell sind. Und ich will damit aber nicht sagen, dass das Fernsehen jetzt amateurhafter wird. Nein. Man muss sich abschminken, dass man mit Fernsehen Geld verdienen kann, wenn man es selber herstellt. Dieses klassische Fernsehen wird dem Ende entgegengehen. Man muss sich aber auch abschminken, dass es Formate gibt wie Huffington Post oder Internetplattformen, wo User-Generated Content für umsonst dahergeht, damit Verleger wie auch immer Erlöse generieren. Dafür lassen sich die neuen Fernsehmacher, die Privatleute, die Spieler, die Kinder, die neugierig sind, die sich äußern, dafür machen die das nicht. Aber Fernsehkultur wird leben im Stadtteil, im Landkreis, im Regionalfernsehen, in den Regionalplattformen, die überall hochkommen, im Kinderzimmer, in den Schulen. Fernsehen ist die beste, also, oder Film ist die beste Mitteilungsform, weil es unerreicht viele Sinne bündelt und mitnimmt. Das wird nie tot zu kriegen sein.